als wir leben. Noch ein kleiner Zusatz. Also ganz wichtig ist, dass wir über kein Wesen mehr urteilen. Also wirklich über gar keins. Dass wir nicht mehr sagen, der kann das oder der kann das mehr oder der kann das weniger oder der hat das gemacht oder was auch immer. Jede Art von Urteilen, lasst es sein, weil Urteilen ist das, wo Saint-Germain auch gesagt hat, bevor er über irgendjemanden urteilt, lässt er sich lieber erschießen, weil das ist sinnvoller. Also, egal wer hier ist, wir sind alles göttliche Aspekte und wir haben ja wichtige Missionen zu erfüllen. Und das geht nur wirklich mit der Einheit des Herzens, miteinander. Auch bei den Wesen, die uns wirklich ein bisschen unglücklich erscheinen oder auch ein bisschen finster erscheinen. Es ist eine Erscheinungsform und ein Blickwinkel von etwas, wo wir nicht genau wissen, was wirklich läuft. Denn Gott kann wirklich auch als bezaubernde Hexe, uralt, mit Krückstock durch die Gegend laufen oder als Elefant oder als Delfin, wie auch immer. Es gibt immer die Möglichkeit, dass wir gerade eine Prüfung haben und jemanden vor uns haben, der uns etwas zeigt, was uns davon ablenkt, was wirklich läuft und nur eine Show ist, um uns zu prüfen. Also ich wünsche uns, dass wir diese Prüfung, durch die wir gerade durchgehen, gut überstehen. Also wichtig ist, zusammenzuhalten, kein Urteil mehr über irgendjemanden, sondern in der Neutralität zu bleiben. Weil wir sind alle auf dem Weg, egal zu welcher Spezies wir gerade gehören. Und wir haben hier eine Prüfung zu durchlaufen, die hat sie gerade in sich. Gerade in dieser Zeit bis zu Weihnachten und vor allem zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr, diese 5 Tage, da wird darüber entschieden, wieder mal, wie es mit der Erde weitergeht. Und diese Prüfung läuft gerade für alle Menschen. Ne, egal jetzt, ob sie beim Seminar waren oder nicht, das ist völlig wurscht. Also im Moment läuft genau diese Prüfung. Und ich denke, dieser Monat, der nächste Monat, werden noch richtig heiß. Und so kurz vor Weihnachten wird sich noch etwas drehen, das spüre ich. Und wie gesagt, die Entscheidung, was jetzt wie hier weitergeht, ist zwischen den Jahren. Also wir haben etwas Großartiges vor uns und ich wünsche uns, dass wir das gut überstehen, durchleben und lenken und leiten darin, dass das Richtige passiert. Also ich wünsche uns wirklich viel Gemeinschaft mit großem Herz, mit großem Verständnis, ein Für und Miteinander. Ja? Also große Umarmung, lasst es euch gut gehen und ich wünsche ein wunderschönes Wochenende.